Kapitän Thorsten de Brie. Herzlich willkommen auf unsere Boeing 757, euer Weg nach Teneriff. Flugzeit beträgt heute nur 4 Stunden und 15 Minuten. Wir haben einen sehr starken Rückenwind. Das heißt, der Flugzeit ist dann relativ kurz heute. Das Wetter ist in Ordnung und während des Reiseflüges melden sich meine Kollegen hier, Thorsten de Brie, sich nochmal. Vielen Dank fürs rechtzeitige Erschienen. Es geht auch gleich los. Guten Flug. Mein Name ist Denise van Mechelen und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Meine Damen und Herren, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Film, der Sie mit unseren Sicherheitsvorkehrungen vertraut macht. Bitte verzichten Sie auf die Verwendung von Kopfhörern für die Dauer dieser Vorführung. Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass mitgebrachter Alkohol an Bord nicht konsumiert werden darf. Ladies and Gentlemen, may we have your attention, please? We will now show you a video which will acquaint you with our safety procedures. Please discontinue the use of personal headphones for the duration of this presentation. We would also like to point out that your own alcohol brought on board may not be consumed. Willkommen an Bord dieses Condor-Fluges. Bitte schenken Sie uns Ihre volle Aufmerksamkeit, während wir Sie mit den Sicherheitsvorkehrungen dieses Flugzeuges vertraut machen. Sie sind dazu verpflichtet, Hinweisschildern, Leuchtzeichen und Anweisungen der Besatzung jederzeit Folge zu leisten. Achten Sie darauf, dass Ihr Handgepäck sicher unter Ihrem Vordersitz oder in dem Gepäckfach über Ihnen verstaut ist. Das schwerste Gepäckstück ganz hinten. Ausgangsreihen, Gänge und Bereiche vor Trennwänden müssen jederzeit freigehalten werden. Bitte öffnen Sie die Gepäckfächer vorsichtig, damit nichts herausfallen kann. Zum Schließen des Sicherheitsgurtes führen Sie die beiden Gurtteile zusammen und ziehen Sie diese fest. Sie öffnen den Gurt durch Anheben des Verschlusses. Da unerwartet Turbulenzen auftreten können, sollten Sie den Gurt jederzeit geschlossen und gut sichtbar halten. Leuchten die Anschnallzeichen auf, gehen Sie bitte zu Ihrem Platz und legen Sie den Gurt an. Zulässige elektronische Geräte dürfen im Flugmodus verwendet werden. Geräte, die nicht in einer Hand gehalten werden können, müssen bei Start und Landung sicher im Handgepäck verstaut sein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Sicherheitsgurt fest sitzt, Ihre Rückenlehne aufrecht und die Armlehnen heruntergeklappt sind. Verstauen Sie Ihren Tisch und öffnen Sie Ihre Fensterblende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen diesen Condor-Flug. Thank you.
gemeinsamen Flug heute nach Teneriffa. Wir sind in Hamburg vor knapp 45 Minuten gestartet. Das Abfluggewicht lag heute bei 112 Tonnen. Die Startgeschwindigkeit betrug etwa 270 Stundenkilometer. Wir sind zunächst aus Hamburg in Richtung Nordwesten gestartet, haben von dort aus dann Kurs genommen auf Amsterdam. Inzwischen haben wir Brüssel hinter uns gelassen und haben Kurs genommen auf Paris. Von dort aus nehmen wir dann Kurs auf die französische Atlantikküste, die wir etwa in der Nähe der Stadt Nantes erreichen wollen. Und dann überqueren wir die Biscaya in Richtung Spanien, werden westlich von Bilbao die spanische Küste erreichen. Dann geht es an Santiago de Compostela vorbei in Richtung Portugal. Wir werden die Hauptstadt Lissabon überfliegen und dann überqueren wir den Atlantik quer ab der afrikanischen Küstenlinie auf direkten Kurs auf die Kanaren. Ja, wir sind nicht ganz pünktlich losgekommen in Hamburg heute Morgen. Nichtsdestotrotz, aufgrund von recht starken Rückenwinden, die im Schnitt etwa 150 Stundenkilometer betragen, kommen wir recht zügig voran. Wir erwarten derzeit eine verbleibende Flugzeit von rund 3,5 Stunden, sodass wir nach Stand jetzt etwa eine halbe Stunde früher als geplant auf Teneriffa landen wollen. Näheres dazu müssen wir später, bevor wir die Reiseflughöhe verlassen. Teneriffa meldet im Moment aufgelockerte Bewölkung. Die Temperaturen am Boden derzeit bei 18 Grad Celsius. Ich hoffe, es fühlt sich wohl bei uns an Bord. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Flug mit uns. Und wie gesagt, später, bevor wir dann die Reiseflughöhe verlassen, melden wir uns nochmal mit der aktuellsten Ankunftszeit und dem neuesten Wetter von den Kanaren. Ausgeschaltet wurden. Nach Erreichen unserer Parkposition öffnen wir die Staufächer über Ihrem Sitz bitte vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können und überprüfen Sie die Sitztaschen noch einmal nach Wertsachen. Im Namen von Condor verabschieden wir uns nun von Ihnen und hoffen, Sie hatten einen schönen Flug mit uns. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag, gegebenenfalls eine angenehme und sichere Weiterreise und wir würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Wir bedanken uns, dass Sie mit Condor geflogen sind. Auf Wiedersehen.